wie nennst du es jetzt eigentlich? Jetzt Norwegen im Sommer, Almwirtschaft, dann sind sie. Connection mit dem Dom. Man sagt, die Kölner haben drei Säulen: der Karneval, der Kölner Dom und der erste FC. Ja. Und das stimme ich zum Teil zu. Da kommt vielleicht noch der Rhein dazu. Entweder aus Parkstay oder eben aus Tutwiler, Mississippi, die Geburtsdaten konnten vom 25. August 1912 bis 1917 irgendwann dazwischen. Sein Bundesdatum, das steht fest, das war heute vor 19 Jahren, also am 21. Juni 2001. Und wir hören dann eben natürlich unter Nummer eine Live-Nummer. Gesagt und innerhalb von 10 Tagen haben wir das. Menschen, die deine persönliche Stimmungslage zu dem Zeitpunkt? Also ich war noch in Südafrika wegen Sing My Song und ich bin da noch zwei so los ist und dachte so, wow. Deutschland, die da wieder begrünt werden soll. Und diese Gebiete, du hast es schon gesagt, das ist die Sahelzone. Tim Christoffersen vom UN-Umweltprogramm, der erklärt mal, was das für Gebiete sind. Die Gebiete, um die es hier geht, waren vor noch nicht so langer Zeit relativ grün. Das ist keine Wüste, die dort begrünt werden soll. Das sind sogenannte semi-aride, also halbtrockene Gebiete am Rande der Sahara. Dieses Projekt, das ist ein Projekt, das die Afrikanische Union angestoßen hat, und zwar schon im Jahr 2007. Also seitdem werden auch schon Bäume gepflanzt. Wieso ist das denn überhaupt nötig? Also wie stark breitet sich die Sahara denn aus? Also die Sahara hat sich in den vergangenen Jahrzehnten immer weiter in den Kontinent gefressen, kann man sagen. Im Schnitt breitete sich die Wüste etwa 50 Kilometer jährlich Richtung Süden aus. Das bedeutet dann auch, dass den Menschen, die da leben, die Lebensgrundlage entzogen wird. Denn diese ganz trockenen Gebiete, da gibt es natürlich dann auch keine Nahrungsmittel mehr für die Menschen. Das bedeutet, dass sie dann auch eher Gefahr laufen. Dieser Gürtel geht ja auch durch Regionen, wo es Milizen gibt, wo es Terrororganisationen gibt, so verzweifelt zu sein, dass sie sich eher solchen Gruppierungen anschließen. Darum ist die große grüne Mauer, wenn sie da mal steht, soll das auch ein Projekt zur Friedenssicherung in der Region sein. So, und wie können jetzt die Bäume die Wüste da aufhalten? Also zu dem Projekt gehört viel mehr dazu, als dass man jetzt nur Bäume pflanzt. Da geht es auch darum, die Bodenqualität zu verbessern. Man muss mit der Bevölkerung da auch Programme machen, dass die verstehen, was es bedeutet, dass aus so einem Setzling, der da dann einmal in die Erde kommt, dann tatsächlich ein Baum wird, was man dafür tun muss, dass sie da nicht wieder roden dürfen, weil sie denken, oh, jetzt will ich da aber gerade mal Mais anbauen. Und wenn dann mal so eine Art grüner Gürtel entstanden ist, dann darf man sich den dann auch nicht vorstellen wie den Schwarzwald oder so, sondern da gibt es dann halt Bäume, da gibt es ein paar Sträucher, die dann vielleicht so bis zur Hüfte hochgehen oder so. Und dazwischen ist natürlich auch immer noch ein bisschen Halbwüste. Das wird jetzt nicht ein richtig grüner Wald, wie wir den in Deutschland zum Teil haben. Und all diese Sachen kosten auch viel Geld. Bis 2030 müssten dann noch etwa 30 Milliarden Euro aufgebracht werden. Seit dem Start des Projekts zum Vergleich haben Geldgeber wie die Weltbank oder die Europäische Union gerade mal 1 Milliarde gegeben. Boah, okay, also ein bisschen was muss da schon noch passieren. Wie schätzt du das denn ein? Wird das was? Und ziehen auch die Länder in Afrika, in denen das passieren soll, damit?
Also es gibt so ein paar Vorzeigeländer, wo besonders viel gepflanzt wird und wo das schon sehr gut klappt. In Äthiopien, im Senegal, in Ghana beispielsweise. Andere Länder, eben gerade diese Krisenländer wie Mali oder Niger, da ist das dann natürlich schwieriger. Aber auch da gibt es schon Teilerfolge. Und Tangem Elvis Paul von der Afrikanischen Union, der ist zuversichtlich, dass bis 2030 zumindest die Hälfte des Ziels erreicht werden kann. Und dann hat er für die... Dann nur eine Beschreibung. The world wonder is the best description for the Great Green Wall. Also er sagt, dann wäre diese große grüne Mauer auf dem Kontinent ein Weltwunder. Okay, gucken wir mal, ob es dann auch wirklich dazu kommt. Es gibt nicht nur in Afrika Probleme mit der Wüste, die sich ausweitet. Wir schauen gleich mal nach China und auch an einen der heißesten und trockensten europäischen Orte, nach Südspanien. Enjoy weltweit. Aus empathiefähiger Zeit. Wer annehmen wird, Annemarie Stoltenberg nun vor diesen Meeresopfer, heißt es. Steilküste ganz außen. Seenebelverdichtung der Stille bereit zum Fall um einen grünen Finger. So, ich bin in ein bisschen Programm. Sondern Chieching. Guinness Buch der. Die Blutsonne Wikipedia. 3,63 Meter hatte der Renaissance-Philosoph Nicodemus Windicus, genannt der Böhme. Was haben wir uns jetzt mal ausgedacht? Schwarzhaarige in Deutschland 10,4%. In Frankreich 20,7, in Spanien 39,4. So eine Publikation aus dem Jahre 1889. Es folgten weitere von rassebiologisch interessierten Medizinern wie Rudolf Virchow und anderen. Ein Volk, ein Reich, eine Haarfarbe. Ab dem 1. Juli immer. Das war das. Sich 200 Tage im Jahr einfach weg war und das tat gut. Hannover in Richtung Dortmund. Porta Westfalica 2 Kilometer. A2 Hannover in Richtung Dortmund zwischen Kreuzbad Oeynhausen und Floto West 3 Kilometer. Und Bayern 3, Verkehrsupdate. Auf der A3 Würzburg Richtung Frankfurt zwischen Dreieck Würzburg West und Helmstadt steht ein defektes Fahrzeug. Ansonsten gute und sichere Fahrt. Die Lösung ist sehr... Dieses Back to the Roots bringt mich so auf die Frage, ob der Begriff Heimat für dich heute eher positiv oder negativ besetzt ist. Mhm. Praktischen Format im Handel und im BR-Shop. Also ich darf mir das kaufen. Jetzt kompakt und zuverlässig das Bayernwetter auf Bayern 1. Einzelne Schauer sind in der Nacht noch an den Alpen möglich. Ansonsten ist es klar oder nur locker bewölkt bei Tiefstwerten zwischen 15 und 10 Grad. Morgen mehr Sonne als Wolken. Noch nicht. Morgen. Weiterhin der Satz, dass ein... Jüngere Schwester viel besser. Ja. War bei Morgen. Und von der Miami Sound Machine. Der Kreis Güters. Laut Sport derzeit.
Baden-Württembergs Ministerpräsident Kretschmann hat die jüngsten Ausschreitungen in der Juni heißt, heute haben wir ihn auch, und zwar den Internationalen Yoga-Tag. Was das Faszinierende und Tolle am Yoga ist, das klären wir gleich mal in rund einer Viertelstunde. Wir sprechen mit Yoga-Ausbilderin Verena Strauß aus Leipzig. Bis dahin können wir uns schon mal so ein bisschen warm machen mit den Superhits fürs SAW-Land. Ganz frischer von Johannes Oerding mit dabei heißt Anfassen. Vorher gibt's noch Kid Rock und zum Auftakt jetzt Mabel und Don't Call Me Up. Ganz 20.32 Uhr. Ich bin Steffi Reich. Schön, dass ihr mit dabei seid. We may never know as far as feeling low. We may never know. We may never know. We may never know. It's thinking large. It's thinking about benefit people in lots of different ways who are wanting to be entrepreneurs. It's just set up an exchange hub, which means that those just starting out can learn from others who have been down the route of building their own businesses, and also learn from big business and learn from enterprises such as the Federation of Small Businesses, a great organization. So what the virus has done by pushing us to lockdown is making sure that everybody now has the opportunity through a completely virtual network. We've just done that. Macaroni mit Käse und Mac and Cheese, also sehr gut. Ich habe zumindest vier Variationen, was ich entdeckt habe. Eine grüne Mac and Cheese, eine gelbe Mac and Cheese mit Lachs, Mac and Cheese mit Ham, also ja, ganz sophistikiert. Jetzt habe ich Hunger. Du wagst dich aber auch an etwas kompliziertere Dinge. Du lernst eine neue Sprache neben Deutsch. Welche? Das verrätst du uns gleich nach mehr Musik. Jetzt euren Platz 34, Alicia Keys mit Underdog. She was walking in a street. Physiognomiker des 18. und 19. Jahrhunderts. Die Haarfarbenphysiognomik in Verbindung mit der Haarfarbentemperatur. Glint in his eye in a corner of a smile. Moralpathologie.
Kaljemi. Das ist im Prinzip nichts Neues. Es gab schon sehr, sehr viele Trump-Enthüllungsbücher. Diese Woche ist erst eins zum Beispiel rausgekommen über seine Frau Melania in den USA. Aber bei den beiden, die jetzt bald rauskommen sollen, ist es nochmal ein bisschen brisanter als sonst. Das erste, das kommt nämlich aus der eigenen Familie. Schrecklichste Nacht meines Lebens. Und deswegen bringt sie im nächsten Monat, wenn alles gut geht, ein Buch raus, in dem es um die kaputteste Familie der Welt geht, wie sie sagt, um zerstörte Beziehungen, um traumatische Erlebnisse und um eine tragische Kombination aus Vernachlässigung und Missbrauch, so schreibt es der Verlag. Das findet Trump natürlich überhaupt nicht geil, vor allem weil seine Nichte irgendwann mal eine Verschwiegenheitserklärung unterschrieben haben soll. Noch schlimmer ist für ihn aber gerade wahrscheinlich ein zweites angekündigtes Buch, nämlich das von seinem Ex-Sicherheitsberater von John Bolton. Dagegen hatte Trump sogar schon geklagt. Und heute Mittag kam dann die Gerichtsentscheidung: Nein, alles gut, darf auf den Markt. Puh, gucken wir mal, was das noch alles anrichtet vor der Wahl im November. Ihr hört es auf jeden Fall hier. Unterschiedlich ein. Datenschutz hat gesagt, im Großen und Ganzen stimmt der Datenschutz, aber wir werden das jetzt mal. Zu bekommen, hier möglich gewesen ist. Und nur in dem Falle, wenn also diese Entscheidungsfindungsinstanz, diese Bewertungsinstanz im jeweiligen Smartphone zu dem Ergebnis kommt, da bestand jetzt